So, und damit herzlich willkommen zu Honkai Impact Third, Leute. Lol, und mein Controller funktioniert nicht, was? Warum funktioniert mein Controller nicht? Ups. Okay. Okay. Na gut. Bam, 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 bam. Lol. Ich weiß auch nicht, wo ich immer die Dinger herkriege, ey. Keine Ahnung, ob das... Naja, egal. Egal. Vor allem 20.000 Gold. Wow. Na, super. What? Say what? Bam, 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 bam. Boah, vor allem, ich muss immer noch lachen über den letzten Part, wo wir mit May bei den Elysian Realms gescheitert sind. Vor allem, das Lustige ist, ich bin jetzt nur zwei Level aufgestiegen oder so, und dann komischerweise, jetzt habe ich es geschafft. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt eine super gute. Jetzt habe ich das. Jetzt habe ich. Ja, ist egal. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Wie heißt die Scheiße nochmal? Ja, diese komischen Buffs, die man da halt kriegt. Da gibt es halt eine relativ gute Kombo, die ich jetzt rausgefunden habe. Es ist nur leider relativ random, ob man die kriegt oder nicht. Man braucht nämlich zwei Elysia-Buffs. Elysia-Buffs, genau. Oder was auch immer. Oder was auch immer. Oder was auch immer. Teri, Teri, Teri. Teri, Teri, Teri. Teri, 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 Dactylus. Was ist denn ihr eigentlich toll? Nichts. Wahrscheinlich nichts. Okay. Dann bam 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 bam. Lol. Alter, ich habe ihre komplette Topwahl. Lol. Weißt du immer noch nicht, ob das was bringt? Ihre Waffe habe ich nicht. Sehr gut. Ja. Warum nehme ich überhaupt Teri, Alter? Was? Warum? Weshalb? Dann, 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 dann. Ja, Alter, leckert noch mehr. Alter, was war das denn? Major Lag. Oder Captain Lag. Wir sind ja Kapitän. Captain Lag. Captain Lag, 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 Lag. Hast du verstanden? Was laggt? Naja. Die manchmal schreit, Alter, ey. Was denn da los? Kabum! Kabum! Lol, ich stand einen Meter weg, aber werd getroffen. Na klar. Kabum. Okay, Teri ist echt scheiße. Ich hab's wirklich versucht, aber... Alter. Ich verstehe halt echt nicht, wie man diesen Charakter mainen kann. Wie kann man den Charakter als Main-Charakter spielen? Ich bin... Keine Ahnung. Versteht es nicht.
really. Hm. Schutto! Naja. Naja, alles wird gut. Kaboom. Die kleine May, die hat Aua. Die fliegt hier durch die Gegend. Lass mich raten, der lotst mich jetzt wieder in die andere Map. Das ist so ein Schwachsinn einfach, ganz im Ernst. Lotst mich doch halt an den Arsch der Welt. Oh, schlimm. Kabum. 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 Wow. Tiri Tiri. Oh Gott, echt dieses Gequietsche immer. Tiri 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 Tiri. Kann die sich nicht einmal normal benehmen? Die Alte ist bestimmt 300 in ihrem Kopf, Alter, weißt du? Und dann Hauptsache Tiri Tiri. Oder keine Ahnung, wie alt die Alte ist. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall benimmt man sich so nicht weiß ich wie vielen Jahren. Und der lutscht mich jetzt wieder an den Arsch der Welt. Der Navigator hat gefeuert. Denn er ist so super schlecht. Foxhack. Foxhack. Das erinnert mich ein bisschen an das eine Video. Von Super Smash Bros. Es gab mal so ein Video von Super Smash Bros, wo die so Tests gemacht haben. Und da kam dann mal so, Success! Das war so geil. Lol. Warum? Einfach weiter drauf, egal. Kabum. 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 Exterminate. 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 Na komm, halt Maul. Einfach die Axt reingehauen. Vor allem, wie die rennen kann, was ist denn los? Alter. Verbessere den Rang einer Valkyrie, um ihre Attribute zu leveln. Ach nee, echt? Boah, das wäre ja ganz neu. Das ist ja ganz neu. Wäre mir im Traum nicht eingefallen, dass man so Charaktere verbessern kann. Boah. Nee, wirklich, also manchmal... Das ist genau wie wenn sie schreiben würden, verbessere eine Waffe, damit sie stärker wird. Lol. Man, das sollte eigentlich offensichtlich sein. Ich weiß ja nicht, wenn ich eine Waffe verbessere, vielleicht macht sie auch weniger Schaden. Hm. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich stell dir das mal vor, ey. Verbesserst eine Waffe und die macht einfach keinen Damage mehr auf einmal. Wobei, eigentlich ist das ja sogar wirklich so, weil du die erst wieder leveln musst. Eigentlich ist das wirklich so. Hm. Ich hab da nie drüber nachgedacht. Sehr merkwürdig, naja. Alter. Sogar die ist stärker als sie hier. Das gibt's doch gar nicht. Kann ja was werden. Ah, okay. Ja, gut.
halt gar nichts, ey. Ich find's lustig. Ich find's lustig. Sie ist stärker als die Blutumarmung. Oder wie auch immer die heißt. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ist mir auch egal. Ich find's... Hä? Er hat mich doch gar nicht gesehen. Was soll das? Okay, also Teri ist echt scheiße. Teri ist so laut, also... Die müssen dich nicht mal sehen, um... Ja, dich zu sehen. Also das war richtig gut jetzt gerade. Das war richtig gut jetzt gerade, ey. Einfach mal gesehen, obwohl sie nicht gesehen haben. Teri ist zu laut. Lol. Teri ist echt ganz schön laut, muss ich sagen. Teri, 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 Teri. Aber das Einzige, was ich von Teri wirklich immer noch erwarte, ist ja tatsächlich, dass irgendwann mal der eine Move geändert wird in wie war das nochmal? Ach, Teri Boom, genau, Teri Boom. Hier, der QTE. Wo ist denn der QTE überhaupt? QTE, hier, QTE, Schlachtgipfel heißt der. Da müsste einfach stehen, Teri Boom. Kann man da nicht echt mal irgendwie so eine Petition für machen? Das wäre lustig. Ach so, was ist denn überhaupt hier Sache? Rauscht. Ach, okay, das sollte ja jetzt eigentlich nicht so schwer werden, oder? Ich glaube, das... Warte mal, was sind denn das für Gegner, ganz kurz? Psycho-Gegner. Ja gut. Okay, dann ist Rita sogar wirklich ganz gut. Okay. Der hat ja gar keinen Typ, das ist ein Arschloch. Er hat gar kein Typ, das ist ein Arschloch. Auch nicht schlecht. Naja. Gut, alles klar, dann heißt, ihr müssen wir das Ganze geben hier. Ups, Entschuldigung. So, was geben wir ihr? Macht das überhaupt Sinn, sie als Supporter mitzunehmen? Doch, ja, oder? Auf jeden Fall ist ja Eis. Verrascht. Fresh. Haben wir nicht irgendwie. Ich weiß gar nicht überhaupt. Ich weiß überhaupt nicht, was sie für Stigmata haben. Das überhaupt für ein Stigmata? Von wem ist das denn bitte das Stigmata eigentlich? Ach, ich glaube, das ist von. Ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht. Quelle? Nee, Quelle, Hä? Von wem ist denn das Stigmata? Okay. Gut, keine Ahnung. Hätten wir das auch geklärt? Weiß ich nicht. Nee, jetzt mal ehrlich. Ich glaube von der neuen Seele, oder? Kann das sein? Bin jetzt ja gerade selber ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt, aber... Ja, was soll ich denn jetzt hier am besten... Ah, Ice Damage erhöht sich, ja, dann nehmen wir das halt mit. Egal. Nehmen wir das halt mit. Ich nix Ahnung. Kann ich das jetzt nicht leveln? Hallo, leveln! Leveln! Einmal leveln geht, oder? Bro. Na gut, dann nicht. Egal. Ach, die sind beide Support. Ja, gut, okay. Das kann man machen. Ich glaube, das kann man machen. So, das sollte gehen. Agony Day. Immer noch. Weil immer alle am Hacken sind irgendwie in letzter Zeit. Es ist halt in letzter Zeit echt nervig, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt war. Was waren als letztes nochmal bei, ich weiß gar nicht mehr, was waren jetzt letztes Mal nochmal bei SSD? Da war auch wieder so ein Fall, wo sie komplett gehackt haben. War das das mit den zwei verschiedenen Gegnern? Mit den zwei verschiedenen Schilden oder so? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber das war auch, ey, da hast du richtig gemerkt von der Zeit her, dass das überhaupt nicht möglich ist. Aber nein, da kommen natürlich die Leute, ne? Sie sind so super gut. Naja, egal. Romeo, Romeo.
Okay. Merk schon, dass sie definitiv eine gute Entscheidung war. Wow. Loco, Rocco. Romeo. Alter. Also Rita war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ich merke das schon. Die Rita, die macht das aber richtig. Das war der Support, jawohl. Gut, war eine gute Idee mit dem Eis-Support. War eine sehr gute Idee. Ich glaube, das war wirklich eine gute Idee. Naja, guck mal, 1,5 Minuten, also pff, was denn da los? Was willst du denn da sagen? Perfekto. 13. Naja, gut, ist ja klar, ne? Fehlt ja noch ein bisschen was. 13. Kabum! Kabum! Terry, boom! Loco Rocco. Ja. Ja. Ach so. Die Kacke wieder. Das ist eigentlich das Einfachste überhaupt so. Und jetzt einfach warten. Alter, fast da reingezogen. War jetzt nicht so geil. Einfach noch. Ja, ist klar. So, Wichser. Boah, dem Gabby's jetzt, Alter. Dem Gabby's jetzt. Jetzt ist 80, Alter. Ah, bumm. Ach, da ist ja noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. What? Okay, den habe ich wirklich nicht gesehen sogar. Ach du Kacke. Den habe ich jetzt übersehen. Den habe ich jetzt echt übersehen sogar. Scheiße, Alter. Das war nicht so gut. So, machen wir erstmal hier den... Was ist denn elektrifiziert, bitte was? Während sie gelähmt sind innerhalb von 4 Sekunden nach dem Ende des... QTE rufen bei einem Treffer Blitzschläger bei die... Ah, QTEs. Wir brauchen hier QTEs, oder was? Das ist ja geil. Okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Das, ja gut. Keine Ahnung, muss mal gucken. Das weiß ich jetzt echt nicht, ey. LOL? Wo sind wir denn bitte? Okay, das ist neu. Die werden auch von dem Scheiß getroffen. LOL.
Sehr geil. Okay. Okay, das ging eigentlich relativ gut. Also hier sind 800 definitiv möglich, das ist ganz klar. Aber ich glaube, die Kombi war jetzt nicht die beste. Ich glaube, die Kombi war nicht die beste. Aber der Typ hat ja eh keinen Typ. Eigentlich wäre es ja eh sinnvoller, wenn ich das dann mit Bonja mache, glaube ich. Weil sie einfach mehr reinhaut. Weil sie viel mehr Damage Output hat. Kann man ja auch nochmal probieren. Also bei dem Typen macht das auf jeden Fall... Oder warte mal, ich schmeiß einfach sie raus dafür. Noch besser. Und dann kann ich später wechseln, dann macht das, glaube ich, eh mehr Sinn. Ach so, jetzt... Ja gut, das ist natürlich kacke, ne? Ja gut, das ist natürlich... Muss ich sie eh rausschmeißen. Na gut. Okay. Wo ist denn jetzt Terry schon wieder? Sakura. Ja gut, dann machen wir das einfach mal. Probieren wir es nochmal so. Okay. Warum? Okay, das könnte gar nicht so schlecht sein sogar. Das könnte sogar echt gar nicht so schlecht sein. Oh. Doch, es könnte schlecht sein, weil ich ein Vollidiot bin und einfach wechsle ohne Grund. Das war richtig gut jetzt gerade. Oh. War halt perfekt einfach jetzt. Das war halt der perfekte Fail. Warum war ich jetzt eingefroren? Hä? Nein! Nicht verbrauchen! Nein! Ich glaube, das war mit Rita doch besser, definitiv. Aber ich glaube, ich muss wahrscheinlich den Finisher einfach ein bisschen später zünden oder so. Mit Rita war es halt doch echt besser, muss ich gestehen. Rita! Rita, oh Rita. Wo sind sie jetzt schon wieder? Och, dass man die immer suchen muss. Und sie ist natürlich ganz hinten, na klar. Warum ist sie ganz hinten? Einfach den Support aufbauen. Machen wir mal so. Geht doch. Yeah.
Okay, 800 immerhin. Ist also möglich. Aber da brauche ich halt eine bessere Combo irgendwie. Also richtig guten Damage macht es jetzt irgendwie auch nicht. Na, ja, der Eis-Support scheint jetzt auch nicht so viel zu bringen tatsächlich. Es ist ein bisschen low, ehrlich gesagt. Gut, wenn nicht, ich könnte es auch mal so probieren. Ich könnte ja einfach mal wie in guten Zeiten einfach mal sie. Nee, war das sie? Doch. Sie und die hier einfach mal mitnehmen. Weiß zwar nicht, ob das irgendwas bringen wird. Ach, guck mal, hier ist sogar Seele drin. Ach, die machen das sogar mit Seele. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist eigentlich gar nicht so blöd sogar. Das ist eigentlich gar nicht blöd. Können wir natürlich auch probieren. Daran habe ich natürlich jetzt nicht gedacht, muss ich gestehen. Ist natürlich auch eine Sache, ne? Naja. Lol. Bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist, jetzt mal ganz ehrlich. Oh, wobei. Naja. Also so richtig überzeugt bin ich da nicht von. Nee. Das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts. Und ich sehe, ich habe auch schon gesehen, hier ist sie wieder diese. Die ist halt auch wieder dabei. Oh. Ich hasse, dass sie bei jedem Scheiß dabei sein muss. Immer als elementare Hilfe oder was weiß ich, ey. Das kotzt mir auch langsam an. Ich hasse diese Combo, ey. Ich hasse die Combo echt, ey. Das nervt halt immer voll. Dann musst du ständig da rummachen. Bringt mich aber gerade wiederum auf eine andere Idee, muss ich sagen. Naja. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Naja. Naja. Also viel besser sind wir damit auch nicht. Also ich glaube, wir müssen das wirklich mit Rita machen. Langweilig. Blöd. Rita. Rita, wir brauchen dich, dich und dein Mondgesicht. Das ist aber auch blöd, ey, dass du immer diesen Scheiß drum machen musst. Ich meine, sie bringt ja wahrscheinlich eh nicht viel. Deswegen macht das sowieso schon mal keinen Sinn. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, wobei man sie großartig brauchen sollte. Naja. Dann.
Lol. Na, oh, perfekt. Also keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ganz ehrlich, das funktioniert vorne und hinten nicht. Digga, das ist doch Schwachsinn. Das funktioniert ja mit der noch schlechter. Also jetzt mal ganz ehrlich, das mit ihr hier, das funktioniert ja noch schlechter als vorher. Da waren wir ja vorher besser. Ohne Scheiß, guck mal, da waren wir ja vorher besser. Achso, ich habe mich gerade gewundert, warum wir so wenig haben, ja klar. Ich muss ja unten das nochmal an. Aber jetzt, wo ehrlich, da waren wir ja vorher besser. Was ist denn das für ein Scheiß? So, was jetzt? QTE-Team? Auch nicht schlecht. Muss ich erstmal gucken, womit können wir ein QTE-Team aufbauen? Ich würde mal sagen, mit ihr. Ja, ich weiß ja nicht, ob da jetzt irgendein Element. Keine Ahnung, aber. Durch die Blitze beim QTE werden die ja eh gelähmt. Von daher ist es eigentlich eh scheißegal, glaube ich. Deswegen nehme ich jetzt einfach irgendwas, was QTE kann. Muss halt nur ein bisschen gucken, was jetzt halt wirklich einen guten QTE drauf hat, ne? Ja, und May würde ich sagen, nehmen wir noch mitkommen. Weil die können halt QTE. Oder Teri kann doch auch QTE. Warte. Warte, genau. Teri. Ich weiß was, dann schmeiße ich sie hier raus. Machen wir das so. Das ist doch eine gute Idee eigentlich. Das ist gar nicht so doof. Mann, das finde ich richtig cool. Mann, haben wir richtig gute Ideen. Oh, auf der Autobahnbrücke sogar. Oh. Generator kann ich aber nicht nutzen, ne? Jawoll. Oh ja, das funktioniert. Oh, das funktioniert sogar richtig gut, Mann. Warum habe ich jetzt... Okay. Ja, falscher Button, scheiße. Naja. Ja gut, es geht ja eigentlich, ne? Kann man machen. Hallo? Wie hat der mich jetzt bitte getroffen? Na klar, Alter. Hallo? Triff mich doch nicht, wenn du mich nicht triffst. Hallo? Was ist das für eine Scheiße? Also irgendwie buggt das gerade ein bisschen. Boah, Alter. Okay, das war jetzt richtig heftig. Ah. Na. Lol. Hä? Habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, was ich da machen musste, aber... Lol. Okay, das wäre jetzt doch schneller als erwartet. 1,5 Minuten nur gebraucht. Das ging ja wirklich. Na, das ging ja, muss man sagen. Das war machbar. Das war sogar richtig machbar. Muss ich ehrlich sein. 900. Ja klar, 900. Also 850 ist ja noch machbar. Definitiv. Aber 900, willst du mich verarschen, Digga? Also jetzt mal ganz im Ernst. Ach, vor allem hier wieder mit diesem scheiß Blutdanz, den kein Mensch hat normalerweise.
Aber die nehmen alle diesen scheiß Plutons. Wo kriegt man diese scheiß Waffe her überhaupt, ey? Ich hab die noch nicht einmal gehabt oder so. Als ob du damit 900 hinkriegst. Hat die nicht irgendwie so einen scheiß Skill, einfach nur, dass der Gegner irgendwie schneller und stärker ist oder so? War die nicht total sinnlos? Das macht überhaupt keinen Sinn, Digga. Aber naja, gut. So, jetzt werden wir wahrscheinlich sehen, wie ich Elysian Realms nochmal schaffe. Auf schwer. Weil ich es ja geschafft habe tatsächlich. Ich kann das auch beweisen. Indem einfach sie. Und dann siehst du hier, da ist ein Haken dran. Aber wir machen es nochmal. Einfach für die Einschaltquoten. Ne, wir brauchen jetzt halt die Elysia Skills. Einen kriegst du ja eh am Anfang. So, und zwar wichtig sind nämlich folgende Skills. Wollte ich erinnern, wenn du mit Sakura spielst, dann starre ihr Ohren nicht an. Anders als ich ist sie ein schüchternes Mädchen. Lul. Sakura. Genau, jetzt müssen wir mal gucken. Tippe nach ausweichen. Was? Was? Tippe nach dem Ausweichen auf dem Angriff um die vierte Sequenz. Ja, genau, das ist das. Da machst du nämlich die vierte Sequenz. Das ist einer der Buffs, die du brauchst. Gut, das mit dem SP ist jetzt neu, keine Ahnung, aber das ist einer der Buffs, die man braucht. Ich kann das auch ganz kurz demonstrieren. Nee, kann ich nicht, weil ich hier nicht ausweichen kann. Lul. Naja. Ja, das war jetzt natürlich Pech. Ich kann jetzt mal ganz kurz, Genau. Also er macht dann immer den vierten Komboschlag. Nee, Moment, so und dann vierter Komboschlag und dann den fünften. Und das ist nämlich das, was man später braucht. Weil es gibt später noch einen Illusion-Buff und der ist, dass du mit dem fünften Schlag halt so Blitze beschwörst. Und die Blitze, die ficken halt alles im Grund und Boden. Die sind richtig krass. Wenn du immer die komplette Combo durchschauen musst, ist es halt echt scheiße. Und deswegen ist das halt richtig gut mit dem vierten dann. Dass du dann halt immer beim vierten bist. Das ist sehr gut. Ja, gut. Der SP-Damage war übrigens auch sehr, sehr wichtig. Da gab es auch einen relativ guten Skill, dass du immer SP hast und so. Was bringt das? Keine Ahnung. Kabum. Ja, gut. Fünfte Sequenz gibt ja auch SP, das ist natürlich auch geil. Wir verwenden ähnliche Waffen. Das Geile ist, das stimmt sogar. Sagt sich das bei anderen Charakteren eigentlich auch? Nur mal so aus reinem Interesse. Würde mich jetzt mal interessieren. Was liegt denn da rum? Ach, Münzen liegen. Lol. Ja, super, da gibt es wieder nur Scheiße. Das ist natürlich klasse jetzt. Das ist damit eine verschwendete Runde jetzt natürlich. Nicht so gut. Genau, mit dem fünften kriegen wir jedes Mal schön SP. Und der Damage wird natürlich erhöht. Jawoll. Looping. Also ich mache das jetzt quasi schon, als ob ich die Blitze hätte. Aber die habe ich jetzt natürlich noch nicht, ne? Also. Aber einfach nur, damit ihr mal seht, wie das dann funktioniert. So, und wenn wir dann, wie gesagt, die Blitze haben, dann geht es nämlich richtig ab. Dann. Ja, bei ihr kriege ich jetzt natürlich den Zeitbonus. Klasse, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Richtig geil, Alter. Und wichtig ist bei Mei übrigens auch der Elementar-Damage, weil das ja Blitze sind, ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Blitze-Damage, elementarer Bruch, immer Element, einfach Element immer. Ganz, ganz wichtig, so. Oh, Bro. Ich krieg halt wieder nur Müll hier. Müll. Genau, Müll. Ja, das regt mich halt manchmal echt ein bisschen auf, das ist kacke. Auslösen. Ja, ausweichen ist natürlich immer gut, ne? Der Kontroll.
Controller regt mich so auf, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Es ist krass, wie der sich immer von alleine nach oben bewegt mit dem Cursor. Ich verstehe das bis heute nicht, was da los ist. So ein Quatsch, Alter. Der Controller ist so komisch. Oder ich weiß auch nicht, ob das am Spiel liegt. Das scheint aber auch am Spiel zu liegen, tatsächlich. Weil du kannst halt auch keine Todeszone einstellen oder so, weißt du? Du kannst halt nichts einstellen, ne? Und das ist halt extrem nervig. Weil ich brauche nur so ganz leicht nach vorne machen und der läuft schon komplett. Das ist, weiß ich nicht, also... Das müsste man nur irgendwie einstellen können, finde ich. Einfach mit der Todeszone, dass er dann nicht mehr von alleine läuft. Weil das ist echt, naja... Ich will jetzt nicht sagen, dass das weird ist, aber das ist weird. Lol. Einfach nochmal platt gemacht, den Typen. Wenn ich dir etwas schreibe? Keine Ahnung. SP wird kontinuierlich hergestellt. Auch ein sehr, sehr guter Skill. Wird kontinuierlich hergestellt. Ah, das ist natürlich wieder klasse. Ja gut, wobei ein Ultimate-Dings können wir auch nehmen. Aber ich bräuchte langsam mal den zweiten Elysia-Skill. Das wäre ganz gut. Könnt ihr mal wieder aufhören, mir zu schreiben? Ich muss ganz kurz gucken, weil das könnte wichtig sein. Okay, könnte auch nicht wichtig sein. Warte. Okay. Warte. So, alles klar. Naja. Mann, die fünfte Sequenz macht aber allgemein dann mehr Schaden. Ja gut, okay, ich habe ja auch dann SP langsam voll, ne? Und dann kriege ich ja eh mehr. Können auch einfach den machen. Aber es ist natürlich total super, wenn beide total weit weg voneinander stehen. Richtig gut mit der Seelenverbindung. Klasse. Man ist ja richtig schlau, leider. Das ist halt echt schlau. Warum kriegt er kein Damage? Ja, das ist natürlich das Problem, dass der andere noch lebt und wir haben verkackt wahrscheinlich. Oder? Ja klar, jetzt lebt er nämlich wieder. Und das ist das Problem, wenn die beide nicht nebeneinander stehen oder so, dann hast du genau das Problem. Lol. Oder auch nicht, na gut. Alter, hallo, Maus? Oder Cursor besser gesagt? Der ultimativ, Elementar-Damage. Boah, also ein weiterer Elysion-Skill wäre jetzt langsam echt mal gut. Vor allem das Problem ist, jetzt haben wir nicht die beiden Skills und jetzt gegen Benares. Jetzt können wir eigentlich einpacken direkt. Das ist jetzt sehr scheiße. Weil jetzt werden wir... Ja, das kannst du vergessen. Ich brauche gar nicht weitermachen. Das können wir direkt neu machen. Das brauchen wir gar nicht weiter probieren. Das wird nichts. Wie gesagt, man braucht eigentlich da schon die zweiten Buffs. Es ist leider so. So dumm es klingt, aber es ist so. Man braucht diese zwei Buffs, ansonsten hast du keine Chance gegen den scheiß Drachen. Das heißt, wir können es jetzt direkt schon neu machen, weil wir die beiden Skills nicht haben. Toll. Klasse. Ist natürlich super, aufgrund dessen zu verlieren. Das kotzt mich so an jedes Mal. Das sind genau die beiden Skills, die ich brauche. Wunderbar, ey. Aber ich glaube, ich hole mir vielleicht dann doch erstmal den... Aber das sind die beiden Skills, die man tatsächlich braucht, genau. Boah, klasse, das ist beides so scheiße. Nee, aber das sind halt die beiden Skills, die man braucht, tatsächlich. Das sind halt sogar ganz genau die beiden, die man braucht. Naja. Halt Glück, ey. Wir brauchen halt diese scheiß Skills, ey. Ich brauche halt den zweiten Skill, sonst haben wir keine Chance gegen Benares. Ist einfach so. So blöd es halt klingt, aber... Wow. Es wird halt nicht besser.
Es wird halt einfach nicht besser. Wir kriegen nur Scheiße gerade wieder. Ich brauche halt diesen zweiten Dreckskill. Wenn ich den nicht krieg, dann wird das nichts. Weil anders geht's nicht. Weil du machst so nicht genug Damage dann. Oder am besten halt noch drei Skill. Oder am besten dann noch den dritten Skill. Es gibt noch einen dritten Skill, der auch ganz gut ist für den Ultimate. Aber naja. Oh, manchmal kotzt das echt an. Ja, gib mir einfach da. Was hast du? Der Verlust von HP, naja, Gott, ey. Ach, total dumm. Ich krieg halt wieder nur Müll. Guck, das meine ich. Das ist halt... Es ist halt reine Glückssache, ob man es packt oder nicht eigentlich. Eigentlich ist es Glückssache einfach nur. Das heißt, es kann jetzt genauso wieder fehlschlagen. Und das ist leider das, was ich hasse. Und das ist leider das, was ich echt scheiße finde. Weil das Problem ist, es kann jetzt genauso wieder fehlschlagen und dann haben wir wieder zwei Fehlschläge in dem Video. Und das ist das Problem, ich kann das halt nicht beeinflussen. Oh, das ist wirklich blöd, ey. Es ist halt echt blöd, dass das einfach so eine Glückssache ist. Aber da kann man leider auch nichts machen. Lol. Ja, nein. Lol. Außer jetzt mit dem... Naja. Es wird nicht besser. Ich sehe es kommt, dass wir wieder den Skill nicht haben. Und wir müssen wieder resetten. Weil ohne den Skill wird es nichts. Ohne Scheiß. Es ist so blöd, dass es jetzt klingt, aber... Ohne den zweiten Skill kann man das nicht packen. Und ich brauche halt diesen zweiten Scheiß Elysia-Skill und den kriege ich nicht. Das ist echt scheiße. Das ist leider Gottes wirklich scheiße. Aber ich gebe nicht auf. Ich versuche es im nächsten Video dann nochmal. Scheiß drauf. Ich will das wenigstens einmal gezeigt haben. Vor allem, ich habe es ja schon geschafft. Man hat es ja gesehen. Das heißt, ich denke mir das ja nicht aus. Aber es ist halt, wie man es am einfachsten schaffen kann. Und so eben gegen Benares. Man hat es ja am Schaden gesehen. Das war ja... Das war lächerlich. Das war komplett Bullshit einfach nur. Das war wirklich gar nichts. Also wenn das jetzt wieder nichts wird, breche ich ab, dann machen wir es beim nächsten Part nochmal. Ich will das jetzt einmal gezeigt haben zumindest. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass das, wie gesagt, onscreen in der Aufnahme einfach nicht funktioniert. Das gibt's doch gar nicht. Also jetzt mal wirklich, das ist schon komisch. Kann der bitte Damage kriegen? Dankeschön. Lol, okay. So. Kann ich jetzt bitte den zweiten Skill haben? Super, und damit haben wir noch eine Runde und wenn wir den Skill nicht kriegen, können wir wieder neu starten. Das ist perfekt. Das ist echt perfekt. Also zweimal hintereinander so viel zu schlagen, einfach nur weil man die Skills nicht kriegt, das ist richtig gut. Das ist echt geil. Und wie gesagt, es ist halt leider Gottes wirklich so. Ich kann es mir nicht aussuchen. Es ist halt einfach kacke. Das ist halt wirklich mega scheiße jetzt. Es gibt zwar später irgendwie so ein Teil, wo du das machen kannst, dass du mehr Elysia-Skills kriegst oder so, oder dass die Portale häufiger erscheinen, aber keine Ahnung, wann man die Scheiße freischaltet. Oder wie. Deswegen, das bringt halt nichts. Aber es ist halt echt einfach kacke. Naja. So, jetzt bin ich mal gespannt.
Hauptherausforderung, ja, das ist schön, toll. Es bringt mir leider überhaupt nichts. Es wäre cool, wenn wir die Herausforderung bei Elysia schaffen würden. Da hätten wir direkt zwei Skills. Aber, naja, gut. Lol, das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, weil wir kriegen jetzt eh wieder irgendeine Scheiße und dann ist eh vorbei. Beziehungsweise ist es eh schon vorbei, weil wir jetzt eh schon beim Boss sind. Geil. Das heißt, wir können es jetzt eigentlich eh schon gar nicht mehr packen, aber ich probiere es trotzdem mal. Aber es wird 100 pro nicht funktionieren. 100 pro, dass das nicht klappt. Da verwette ich meinen Arsch drauf, dass das nicht klappt. Ja, wobei, doch, könnte hinhauen. Könnte gehen. Ja, perfekt. Ja, super. Klingt halt total, ne? Ja, wobei, aber doch, könnte hinhauen tatsächlich. Muss ich echt gestehen. So, machen wir nochmal Ultimate. Ja, wobei doch, das wird hinhauen. Es sah nur am Anfang so scheiße aus tatsächlich. Aber nee, das geht. Es geht sogar relativ locker von der Zeit her. Ja gut, man muss natürlich auch den Charakter immer leveln, ne? Das ist halt auch noch die Sache. Man kann ja die Charaktere leveln nochmal. Werden die auch nochmal gebufft irgendwie? Aber in der Regel ist es echt einfacher, wenn man die Skills hat. Ja. Ich hau schon mal ab. Ja gut, wir haben es geschafft, okay. Ja gut, der Charakter ist jetzt auch mittlerweile weit genug gelevelt, das ist ja klar, ne? So. Endlich bist du an der Reihe, ja, bitteschön. Ja, und hier ist es, genau. Und das ist übrigens die dritte Fähigkeit, die auch nochmal helfen könnte. Das da oben wäre dann die vierte, aber ob wir so weit kommen? Naja. Wahrscheinlich werden wir so weit eher nicht kommen. Aber jetzt haben wir zumindest den Blitzskill. Jetzt können wir richtig schön die Blitze skillen. Genau, und Blitz. Blitz. Kabum. Kabum. Die Blitze machen halt richtig Damage. Blöd ist nur, dass der sein scheiß Schild hat. Das macht's halt nicht gerade besser. Kabum. Und schon sind sie weg. Siehst du? Das geht. Das meine ich. Das sind die Blitze. Die machen so den Damage. Das ist unfassbar geil. Da bist du super stark mit. Und deswegen sind die Blitze so geil im Zusammenspiel mit dem anderen Skill, wo du halt die vierte Kombi dann hast. Wo du dann den vierten... Die vierte Kombi. Wo du dann den vierten Schlag von der Kombi machst, meine ich. Und dann kannst du viel schneller die Blitze raushauen. Es ist halt allgemein dann einfach einfacher. Naja. Es ist einfach einfacher. Ja gut, okay. Der Shop ist übrigens gar nicht so schlecht, weil man eine Chance hat, hier nochmal andere Skills zu kriegen. Muss ich zugeben. Ja, wir können mal ein bisschen HP herstellen. Physischer Bruch. Ja, physisch bringt mir eigentlich nicht so viel. Alle 10 von mir, ja, können wir auch mal machen. Ja toll, noch beschissener kann es nicht laufen. Genau beide Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Mann, Mann, Mann. Auch schon wieder einer mit so einem Kackschild, wirklich. Das Problem ist, der tritt sich jedes Mal so schön. Und dann bringen die Blitze gar nichts. Dann machen wir erstmal den da weg. Alter, aber die Blitze sind so overpowered. Man versteht, glaube ich, relativ schnell, warum die Blitze gut sind. Kabum. Ja, der Ausweichschlag ist natürlich nicht so geil.
Kabum. Kabum. Ja. Ich denke, damit sollte klar sein, warum die Blitze gut sind. Ich werde dir einige... Ja, schön. Elementar-Damage. Oh, wobei, gut. Wobei, Elementar-Damage ist natürlich nice. Elementar, irgendwas mit Elementar? Nein. Ich finde es halt lustig, wie sich der Guck mal, das meine ich. Ich meine jetzt nur so ein bisschen. Guck, und der bewegt sich von alleine einfach so. Ganz. Ich bewege den nicht mal zu 2% oder so. Das ist so empfindlich eingestellt. Naja. Ach, really? Wir haben einen Boss auf Wish bestellt. Also ich muss wirklich mal sagen, dieser komische Heimdall, das ist der beschissenste Boss im ganzen Spiel immer noch. Wenn man einen Boss auf Wish bestellt, sag ich dir ehrlich, ey, also... Und ich treffe halt überhaupt nicht gerade. Perfekt. Das war jetzt ein toller Ausweichmove, der nicht viel bringt, aber guck mal, den machen wir auch locker. Den machen wir auch relativ locker tatsächlich. Ja, und weg. Na gut, noch einer. Habum. Guck, den haben wir jetzt relativ einfach gemacht sogar. Der war jetzt noch einfacher als Benares. Einfach nur wegen den Blitzen. Und das ist halt das, was ich meine. Man muss halt einfach die richtigen Buffs haben. Das ist... Ja! Das habe ich gemeint. Richtig gut, Alter. Richtig gut. Very be nice, Alter. I'm very be happy. Jetzt kann eigentlich fast nichts mehr passieren. Jetzt kann eigentlich fast nichts mehr passieren. Die Blitze treffen natürlich anscheinend. Ich finde die Musik hier irgendwie geil bei dem. Ich finde bei. Ich finde bei dem Level irgendwie die Musik geil. Aber hat er nicht auch irgendwas mit HP oder so, wenn man, dass er irgendwie. Dass man irgendwie HP erhöht kriegt oder so? Nein, hat er natürlich nicht, ey. Er gibt mir natürlich wieder nur Müll. Großartig. Oh, klasse, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist scheiße, das ist scheiße. Nämlich halt die goldene Mitte. Haben wir Chance, dass wir wenigstens noch mal etwas kriegen. Auch nochmal HP auffüllen. Die Dauer von letztes Gefecht, was? Okay. Boah, Alter, dieser scheiß Controller, ich werd wahnsinnig. Wie der sich immer von alleine bewegt einfach. Jetzt wo ohne Witz? Man könnte jetzt denken, ich mach das oder so, aber nee, tatsächlich nicht. Das ist richtig nervig langsam. Vor allem, der bewegt sich immer so nach oben. Was, keine Ahnung, also... Ja, ein paar Blitze, dann sind die frei und dann... Ja, der Ausweichmove ist natürlich kacke. Warum? Warum den als erstes weg, weil der ist am nervigsten. Warum? Und immer schön die Blitze da rein. Ausweichen, schlagen, schlagen,
Ausweichen, schlagen, schlagen. Immer so weiter. Aber ihr seht ja, was es bringt. Es hilft halt sehr gut. Es hilft halt mega gut einfach. Und schon sind die tot. Und jetzt kommt der letzte Boss und den könnten wir sogar relativ gut schaffen tatsächlich. Aber der letzte Boss ist halt eh ein Arschloch. Das sage ich jetzt schon mal vorneweg. Der ist richtig Müll. Verursacht jeder zusätzlichen Eisdamage. Ja, das bringt ja gar nichts. Was für Eisdamage? Ich habe keinen Eischarakter. Bringt ja nicht viel, ne? So. Dauert das mal. Guck mal, wie der sich. Guck mal. Alter, guck mal. What the fuck, Alter? Ey, der Controller ist halt so im Arsch. Warte mal ganz kurz. Alter, das ist schlimm. Was ist denn mit dem Controller los, ey? Der ist so gedamaged anscheinend. Ist halt relativ. Aber der ist eigentlich noch relativ neu, der PS4-Controller. Ich verstehe das gar nicht. Ist halt ein PlayStation-Controller. Gut, aber ich glaube, das sieht man ja. Weil da steht ja Fiat und so. Ah, guck mal, Alter, wie der direkt schon Damage kriegt, ne? Seht ihr das? Und jetzt kommt das richtig Geile. Können wir nämlich. Na ja, gut, das macht jetzt gar nicht so viel. Weil wir nicht so viel SP haben. Naja. Wie hat der mich denn jetzt getroffen, bitte? Digga, mach doch nicht den Ausweichmove. Boah, die Blitze. Jawohl, jetzt haut's rein. Ja, dieser Nihilius ist eh ein dummer. Nochmal die Buffs rein. Die Supporter meine ich. Muss ich auch nochmal reinhauen. So. Jetzt kommt die Kacke. Da heben wir uns erstmal den Drachen auf am besten für, weil. Ach, da ist ja noch einer. Ja, Digga. Digga, wie soll ich denn den treffen? Ah ja, wollt ihr mich verarschen gerade? So. Come on. Muss ich den noch wegmachen? Und das war's. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Und das ist das, was ich gemeint habe. So einfach geht's eigentlich. Du brauchst halt nur die richtigen Skills. Und ich glaube, die besten Skills sind halt wirklich einfach die von Elysia. Und dann noch ein bisschen Damage abhalt mit SP und so. Das ist das Beste, was du machen kannst, so ziemlich. Und dann hast du's. So, und das war's. Keine Zeit zum Labern. Ja, und das war's im Grunde. Und dann würde ich sagen, können wir Schluss machen mit dem Video für heute. Poolparty? Na gut, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag wieder und dann, ja, abgehauen und reingehauen. Ciao.